Herzlich willkommen bei diesem Video. Mein Name ist Alexander Weibrecht von Kryptomagazin. In diesem Video geht es um die 10 häufigsten Fehler im Umgang mit Kryptowährungen. Wenn dich das Thema also interessiert, bleib dran. Nach dem Intro geht's weiter. Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. So, jetzt geht's los. Der erste fatale Fehler, der heißt bei mir alles oder nichts. Die meisten Leute gehen sie in Kryptowährungen rein und dann denken sie darüber nach, wie viel Geld habe ich jetzt übrig? Und dann sagen sie, ich habe jetzt 3000 Euro gespart. Und dann sagen sie, okay, ich gehe jetzt mit 3000 Euro in den Bitcoin. Aber das Problem ist, wieso die gesamten 3000 Euro nehmen, wieso alles oder nichts, wieso nicht 500 Euro nehmen, wieso nicht 1000 Euro nehmen? Naja, weil oft dann gesagt wird, ja, dann lohnt es sich ja gar nicht. In Wahrheit ist es so, diese Alles- oder Nichts-Mentalität hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man ein bisschen unsicher ist, man weiß nicht, was man überhaupt machen soll. Also, wenn man mal eine Sache gefunden hat, bei der man sich überwunden hat, das Risiko einzugehen, dann macht man meistens den Fehler, dann eben da alles reinzuschieben. Aber letztendlich, jemand, der sich mit dem beschäftigt, dass er langfristig was verdienen möchte, reiche Leute investieren nie alles in eine Sache. Da geht es um das Thema Stichwort Diversifikation und Streuung. Insofern geht es darum, sich da genau zu überlegen, wie viel anteilig von meinem Geld kann ich in sowas investieren, wie zum Beispiel Kryptowährungen. Also das ist der erste wesentliche Fehler, den nicht machen, sich wirklich überlegen, welchen Anteil meines Geldes kann ich in sowas wie Kryptowährungen stecken. Wenn ich zum Beispiel 10.000 Euro habe, wieso dann nicht einfach nur 5% davon nehmen, dass wenn man sich klar macht, wenn alles verloren ist, wenn die Bitcoin-Blase platzen sollte oder alles auf Null geht, dann sind wir bei Null, dann habe ich 5% meines Kapitals verloren und mehr nicht. Also das als erster wichtiger Punkt. So, der zweite wichtigste Punkt ist Fear of Missing Out. Was bedeutet das? Fear of Missing Out bedeutet die Angst davor, den Trend zu verpassen und eben den Boom nicht mitzunehmen, der Letzte zu sein, der wieder dann einsteigt, wenn alles ganz oben ist und dann fällt alles und dann hat man wieder verloren. Irgendwie der Erste dabei zu sein, und das ist genau das Problem. Fear of Missing Out hat 2017 viele Leute viel Geld gekostet, nämlich die dann in der Höchstphase eingestiegen sind, als dann der Bitcoin ganz oben war, weil sie dann alles investiert haben. Und da knüpfe ich an den ersten Punkt des Videos an. Letztendlich geht es darum, nicht alles zu investieren, und bei der Fear of Missing Out erstmal sich emotional zu kontrollieren und sich Gedanken zu machen, wie emotional handle ich. Und da geht es darum zu sagen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, da entsteht ein Trend, dann eben über einen Cost-Average-Effekt ganz klar jeden Monat einen kleinen Betrag zu investieren und nicht eben alles auf einmal und eben nicht sich von Emotionen treiben zu lassen und sich selber auch fragen, bin ich gerade in einer solchen Fear of Missing Out Situation, und dann eben diese Emotionalität aus der ganzen Handlung rausnehmen und sich einen Plan machen. Da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, und zwar, da lautet meine Devise: Eine schlechte Strategie ist besser als keine Strategie. Warum sage ich das? Weil die meisten Leute, als sie 2017 in den Kryptomarkt eingestiegen sind, überhaupt keine Strategie hatten. Die sind reingegangen und haben gesagt, oh, wenn ich es verdoppel, dann werde ich rausgehen, und haben aber dann gesagt, ja, aber mal gucken. Und dieses Mal gucken war eben ein wesentlicher Faktor. Man hat eben keinen klaren Ausstiegspunkt und keinen klaren Einstiegspunkt gehabt. Ein guter Trader hat in der Regel ein Blatt Papier vor sich, wo er reinschreibt, das ist mein Einstiegskurs, das ist mein Stop-Loss, also ab dem Punkt gehe ich auch raus, wenn es in die falsche Richtung läuft, und das ist mein Take-Profit, also das nehme ich mit, wenn der Kurs den Punkt erreicht, an dem ich bin. Eine Strategie kann auch beinhalten, eben nicht alles rauszunehmen, sondern nur einen Teil. Dazu komme ich später noch. Also, eine Strategie machen, und diesen Fehler machen viele, sie haben überhaupt keine Strategie, sie wissen nicht, wie man an die Sache rangeht, und da würde ich mir immer empfehlen, sich auch mit anderen Leuten zu besprechen und denen auch zu sagen, hör zu, was würdet ihr denn für eine Strategie wählen, was würdet ihr denn machen, Leute am besten mit Erfahrung, die in dem Bereich schon eine Weile unterwegs sind, oder Leute, die sich in der Finanzbranche auskennen und Ahnung von dem Thema Anlage haben, weil letztendlich geht es hier um eine Geldanlage, und deshalb wirklich an sich eine ganz klare Strategie machen.
Einer der weiteren Fehler, größten Fehler, ist auf jeden Fall das Thema Small Cap Coins. Was bedeutet das? Viele sind in quasi ganz kleine Kryptowährungen 2017 eingestiegen. So ganz kleine, so für 0,0003 Dollar Cent. Also wo man gesagt hat, naja, wenn der nur 1 Dollar wert wird, dann bin ich Millionär. Also die Frage, macht es Sinn, 100 Euro in einen Coin reinzuschieben, der im Prinzip wertlos ist, bei dem das Geschäftsmodell nicht vernünftig ist, das macht keinen Sinn. Die Frage ist, wann wird er gehypt, wann wird er gepumpt, wann wird er hochgezogen, na, das kann keiner wissen. Die Hoffnung also, umso breiter man streut in diesen Small Cap Coins, umso wahrscheinlicher ist da mal 1000% zu machen. Diese Wahrscheinlichkeit sehe ich jetzt gerade nicht so sehr als eine sinnvolle Strategie. Ich würde mich an Kennzahlen orientieren, wie zum Beispiel Marktkapitalisierung, Handelsvolumen, also was wird am Tag in dem Coin gehandelt, und einer der wichtigsten Faktoren, Use Case. Das bedeutet, wo wird der Coin eingesetzt und wo wird er wirklich genutzt und was für Perspektiven hat der Coins? Gibt es Firmen, die hinter dem Coin stehen, die das Produkt auch, die den Coin als Use Case nutzen? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, das ist ein wesentlicher Aspekt, sich nicht nur auf die kleinen Coins zu fokussieren. Viele haben auch gesagt, der Bitcoin ist nicht die richtige Währung, haben es nur als Übergangswährung genutzt, dann haben ganz breit gestreut und die haben fast alle alles verloren. Nicht ein bisschen, nicht ein Viertel, nicht drei Viertel, die haben fast alles verloren. Die sind wirklich von 100.000 Euro auf 5 Dollar oder auf 0 Euro runter. Und da sage ich ganz einfach, um das zu verhindern, eine Streuung ist wichtig, aber eben auf klaren Kennzahlen und auf die wichtigen Marktkennzahlen achten und eben nicht sich auch von irgendwelchen Leuten beschwätzen lassen, dass hier der Geheimtipp, dieser kleine Coin wird es auf jeden Fall werden. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Auch einer der wesentlichen Fehler, die 2017, 2018 gemacht wurden. So, und wir kommen weiter. Das Thema Steuern ist einer der nächsten großen Fehler. Die Leute, die in ihrer Firma viel Geld hatten, haben das da investiert in Bitcoin, sind dann ganz schön auf die Nase gefallen, weil für Unternehmen gilt die Steuerfreiheit nicht, nur für Privatpersonen nach einem Jahr. Gleichzeitig haben auch viele was verwechselt. Erträge aus zum Beispiel Masternodes oder aus Mining sind keine steuerfreien Erträge, auch wenn ich die Bitcoin ein Jahr liegen lasse. Diese Erträge sind zu versteuern. Ich bin jetzt auch kein Steuerberater und will auch hiermit keine Steuerberatung machen. Jeder muss sich da selbst damit beschäftigen. Aber Erträge aus solchen Dienstleistungsverträgen, bei denen man beispielsweise Bitcoin investiert hat und man kriegt Bitcoin raus, sind die Erträge steuerfrei. Hätte man die Bitcoin einfach liegen lassen, wären sie steuerfrei gewesen im privaten Umfeld nach einem Jahr, zumindest der Gewinn. Klar ist aber auch, den Verlust kann man nicht abschreiben, und so ist das Thema halt, dass man sich klar machen muss, Steuern ist ganz wichtig. Wer das vergisst, kann ganz schön auf die Nase fallen, gerade als Unternehmer. 31.12. Stichtag Bilanzierung, das ist der aktuelle Wert. Da muss Ertragsteuer gezahlt werden, und wer dann natürlich die Coins hält und dann der Coin sich zehntelt eben oder sich halbiert, dann zahlt er trotzdem die vollen Steuern. Also all diese ganzen Sachen, wann habe ich die Coins bekommen, zu welchem Wert habe ich die bekommen, das zu bilanzieren, sich damit ausreichend zu beschäftigen. Hierzu biete ich auf dem Kryptomagazin auch entsprechende Tools an, wie zum Beispiel Cointracking, wirklich sehr zu empfehlen, und auch ein Steuer-E-Book. Man sollte sich mit dem Thema Steuern beschäftigen und sollte da nicht zu nachlässig sein. Auch einer der richtig großen Fehler im Kryptomarkt. Wir kommen schon zum sechsten großen Fehler im Kryptomarkt, und das bedeutet Scams. Was heißt das, Scams? Das sind Betrugssysteme, Schneeballsysteme, Ponzi-Systeme, bei denen Leute viel Geld verloren haben. Und das Problem ist, das ist dieses Social Proof Problem. Man sagt dann immer, ja, wenn der Nachbar dabei ist und der Nachbar ist dabei und der hat da was gesagt und der hat was empfohlen, dann wird es schon gut sein. Da gehe ich jetzt auch mal rein. Meistens ist es so, dass diese Systeme Network Marketing oder Strukturvertriebe sind, bei denen eben die Leute, die drin sind, hoffen, so schnell wie möglich einen Return on Invest zu haben und dann ganz schnell ihr Geld wieder rausholen wollen, und das auf Kosten anderer Leute. Also achtet sehr darauf bei solchen Systemen, wenn ihr von irgendjemandem Empfehlungen bekommt oder geworben werdet, heute im Bereich Mining oder sonst wo, ja, selbst am Masternode-Bereich gibt es jetzt mittlerweile auch Scams, da würde ich einfach sehr, sehr aufpassen. Ich würde nachrecherchieren, gibt es die Firma überhaupt, mit den Personen schreiben, mir mal ein bisschen auch dokumentieren, was die Leute so machen, einfach um sicherzustellen, dass das, was da gesagt wurde, auch wirklich stattfindet. Und bei diesem Social Proof gibt es auch noch eine ganz große Gefahr, auf die ich auch hinweisen muss, weil die auch mich schon betroffen hat. Und zwar, diese Social Proof wird auch ein Stück weit gegeneinander ausgespielt. Also da gibt es Leute, die machen dann zum Beispiel mit mir im Zoom
Zoom-Call und machen einen Screenshot davon, wie ich mit denen im Zoom-Call bin, und dann nehmen sie irgendeinen Network-Marketing-Scam-Coin oder irgendeinen ICO und sagen, hey, der Alex Weibrecht vom Krypto-Magazin, der macht da auch mit, ich habe mit dem einen Call gehabt, hier ist ein Beweis, ich habe mit dem geredet, der wird da wahrscheinlich auch mitmachen, ja. Obwohl ich das nie gesagt habe, kommen Leute auf die Meinung zu sagen, ich hätte das so gesagt, haben auch gar keinen Beweis dafür, aber man wird dann behauptet, ich wäre quasi auch dabei, und dann heißt es, ja, du, der Alex, der macht das mit, und ich, wenn der mitmacht, dann wird es schon auch gut sein, und dann steigen Leute ein in ein Geschäft und dann fragen die mich, ja, Alex, bist du jetzt auch dabei? Und dann sage ich, nee, ich weiß gar nichts davon, und genau in dem Punkt muss man sehr, sehr aufpassen. Also da verlieren auch viele Leute viel Geld. Im Zweifel, wenn ihr euch Unsicherheit habt, behaltet eure Bitcoin, investiert sie nirgends rein, seid euch wirklich sicher, sucht euch wirkliche Quellen von Leuten, die nachhaltig in solchen Geschäftsbereichen unterwegs sind, und wenn ihr euch da empfehlen lasst, und lasst euch nicht irgendwas aufschwätzen. Wir sind am Punkt 7, auch da eigentlich was ziemlich Triviales, aber auch einer der größten Fehler, die gemacht werden, und zwar nur das Geld investieren, das man auch bereit ist zu verlieren. Im Prinzip ist damit schon einfach gesagt, ihr müsst von einem Totalverlust ausgehen, wenn ihr im Kryptomarkt unterwegs seid und wenn ihr euch da irgendwas einreden wollt. Ihr müsst einfach mal überlegen, was passiert, wenn das Geld, das ihr heute da investiert habt, wirklich morgen weg wäre, also komplett weg. Ja? Würde das euer Leben verändern? Würdet ihr dadurch viel Geld verlieren? Würde das auf euren Leben einen Einfluss haben? Könnt ihr dann noch eure Miete bezahlen? Wenn ihr in diesen Größenordnungen denken müsst, dann müsst ihr auf jeden Fall eure Finger von solchen Sachen lassen. Ja? Also wenn ihr 1.000 Euro habt, nehmt vielleicht 50 oder 100 Euro und probiert es aus, aber geht nicht mit 1.000 Euro rein. Anders gesagt, wenn ihr nur 1.000 Euro habt, geht gar nicht in solche Sachen rein. Da bin ich immer so ein bisschen extremer. Wenn jemand 10.000, 15.000 oder 20.000 Euro übrig hat und sagt, ich investiere da mal 500 oder 1.000, ist das alles in Ordnung. Aber bringt euch nicht in eine Lebenssituation, in der ihr in eine Abhängigkeit geht durch einen Kredit, leiht euch kein Geld. In dem Markt sollt ihr wirklich nur mit dem Geld arbeiten, das ihr wirklich auch bereit seid zu verlieren. Ein weiterer wichtiger Fehler ist das Thema Gewinne mitnehmen. Ihr müsst auch mal Gewinne realisieren. Und da der Bitcoin eben noch kein Stablecoin ist, noch nicht so stabil ist, dass der nicht doch nochmal wertlos werden kann, nehmt Gewinne mit. Ich mache es jetzt an einem praktischen Beispiel. Wenn ihr 10.000 Euro in einen Masternode wie Getnode Pool investiert und ihr kriegt da jede zwei Wochen eure Ausschüttung, dann nehmt doch einfach einen Teil davon. Ich rede ja noch nicht mal von allem, aber nehmt doch die Hälfte und verkauft es einfach. Nehmt doch euch einfach eine gewisse Sicherheit mit. Nehmt den Preisanstieg doch mit, wenn der Bitcoin auf 20.000 hochgeht und ihr wöchentlich, wenn ihr nur bei der Hälfte der Auszahlung euer Return on Invest macht. Das heißt, wenn ihr 1.000 Euro einzahlt und ihr habt später 500 Euro alle zwei Wochen Ertrag, nehmt doch 250 Euro und legt es zur Seite. Lasst es in Bitcoin einen Teil liegen, holt euch aber auch euren Euroanteil. Also einfach ganz wichtig, Gewinne richtig mitnehmen. Da komme ich wieder zum ersten Punkt. Macht euch eine Strategie, überlegt euch einfach genau, was ihr machen wollt, wie viel ihr rein- und rausholen wollt. Wie toll wäre das denn, wenn ihr nach 10 Monaten schon an dem Punkt seid, dass ihr gar kein Risiko mehr habt. Ihr habt das Geld schon für den Euro auf dem Konto, jetzt kommen die Gewinne, ihr habt dann irgendwie dann irgendwann noch 50.000, 60.000 Euro in Bitcoin da liegen und dann habt ihr noch ein bisschen was in Aktien angelegt und so weiter. Wie toll wäre das, wenn man aus so einer Sache wie Krypto einfach mal mit einem schönen Gewinn rausgeht, über das man sich Jahre hinweg freut. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen. Wenn man einfach mal einen schönen Gewinn mitgenommen hat, der da liegt und der da auch vielleicht in anderen klassischen Anlageformen einfach einen kontinuierlichen Ertrag bringt, dann freut man sich einfach drüber. Man freut sich riesig. Anders ist es so, man ärgert sich brutal. Ich kenne so viele Leute, die in 2017 Millionär waren und es jetzt nicht mehr sind. Einfach nur, und zwar deutlich nicht mehr sind, jetzt deutlich unter 100.000 Euro nur noch haben, weil sie alles behalten haben, keine Coins verkauft haben, und wenn sie nur ein Viertel gesichert hätten, also noch nicht mal alles, wir reden noch nicht davon, dass sie alles verkauft haben, wir reden davon, dass sie ein Viertel verkauft hätten, dann wären sie heute immer noch im Bereich 400.000, 500.000 Euro auf dem Konto unterwegs, mit denen man viel machen kann, mit denen man heute wirklich mehrere Bitcoins wieder kaufen kann, um sich da wieder neu einzukaufen in den Markt, wenn man es denn will. Also auch da mal ein großer Rat an euch, nehmt auf jeden Fall die Gewinne mit, und zwar anteilig, nicht alles, aber nehmt ein bisschen was mit, um da einfach vorweg nicht eben in die Gefahr zu geraten, einfach alles zu verlieren oder einfach wieder einen großen Teil zu verlieren. Der nächste große Punkt ist das Thema Sicherheit und ganz ehrlich auch Dummheit, Fahrlässigkeit.
Passwörter. Ihr müsst euch klar werden, im Bitcoin-Bereich gibt es kein Verzeihen bei solchen Sachen. Wenn ihr eine Wallet anlegt bei einer Blockchain.com oder sonst wo und ihr vergesst euren Username und euer Passwort, ist es vorbei. Ja? Passwort-Vergessen-Funktion gibt es nicht. Es gibt eine Seed, ein Private Key, eine Passphrase. All diese Dinge kann man sich da erzeugen. Druckt die Sachen aus. Der erste Schritt, wenn ihr ein Wallet macht, ist, sichert euch das Wallet ab, sichert euch den Private Key, den Private Key als Datei bei einem Software-Wallet, sichert und verschlüsselt die Sachen. Und das ist einfach mein großer Rat. Erster Punkt, bevor nur ein Bitcoin, nur ein halber Satoshi, egal was auf euer Wallet kommt, seid sicher, dass ihr auch reinkommt. Das heißt, loggt euch aus, loggt euch wieder ein, legt die Passwörter zur Seite, wartet mal 2 Tage, loggt euch wieder ein, prüft es und guckt auch beim Trust auf die Wallets, guckt auf die Anbieter, prüft genau, ist euer Rechner auch gesichert. Da müsst ihr noch viel, viel vorsichtiger sein wie beim Online-Banking, weil im Zweifel ruft die Bank an und sagt, sollen wir die Transaktion wirklich bestätigen, da wird ihr ganzes Geld wegtransferiert. Diese Sicherheitsmechanismen gibt es bei der Kryptowährung nicht. Wenn die Coins weg sind, sind sie weg und zwar unwiderruflich. Ihr müsst euch einfach dessen klar werden und deshalb Sicherheit, und das ist einer der wichtigsten Punkte im Kryptomarkt, Sicherheit und Fahrlässigkeit. Ich habe das schon so oft erlebt, Leute kommen zu mir und sagen, kannst du mir helfen, Wallet einzurichten? Dann helfe ich denen, druck das aus, leg das zur Seite und alles super, mehr mache ich dann auch nicht. Und eine Woche später, du Alex, hast du nicht irgendwie zufällig noch meinen Username und Passwort? Irgendwie finde ich das Blatt nicht, ich finde es nicht, ich habe es nicht richtig gesichert. Ja, und dann denke ich mir, wieso soll ich das haben? Also ich habe auch nicht den Zugang zu eurem Online-Banking. Und deshalb, wie ganz wichtig, sichert euch die Sachen ab und zwar mehrfach und zwar so, dass nicht jeder darauf Zugriff hat. Und da ist die Kreativität offen. Informiert euch, was für Sicherheitsmechanismen gibt es, Paper-Wallets und so weiter. Und der allerletzte und für mich auch einer der wichtigsten Punkte ist das Thema, wer sich nicht für Wirtschaft, Politik und zum Thema finanzielle Bildung, wer sich da nicht interessiert, bitte bleibt aus dem Bitcoin raus. Der Bitcoin ist eine hochsensible, hochvolatile, hochriskante Sache. Es geht da hier nicht um schnell reich werden. Es geht darum, sich zu überlegen, was für einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Impact ein solches dezentrales Zahlungssystem hat. Versteht, worum es dabei geht. Nicht inhaltlich technisch. Das heißt, ihr müsst nicht den Algorithmus für einen Bitcoin verstehen. Ja? Ihr müsst aber verstehen, was bedeutet das? Was bedeutet dezentral? Was bedeutet eigentlich Blockchain? Und zwar ein bisschen in der Theorie. Beschäftigt euch mal mit der Frage, was ist ein Bitcoin? Was ist denn der innere Wert eines solchen Bitcoins vielleicht? Beschäftigt euch mit solchen Fragen. Guckt, was in der Weltpolitik passiert. Nigeria. Wir haben Syrien. Was passiert da in diesen Ländern, in denen Krieg ist? Wir haben den Iran, ja, mit Wirtschaftssanktionen, ja, was passiert da mit dem Dollar, was passiert in Griechenland, wenn die Leute dort, wenn der Staaten pleite gehen, ja, all diese Dinge, beschäftigt euch damit, was bedeutet es, wenn der IWF Bargeldabschaffung oder Bargeldentwertung will, was heißt denn Negativzins, ja, all diese Dinge, beschäftigt euch damit, weil es ist euer Geld, ja, keiner nimmt es euch ab, ihr müsst euch wirklich überlegen, was wollt ihr damit machen, diese Zeiten sind vorbei, dass man einfach nur sagt, ja, die Bank wird das schon regeln, der Hans Müller aus der Bank bei uns in der Stadt, der ist netter, der macht es für uns. Diese Zeiten sind vorbei. Die Banken sind wirtschaftlich getriebene Organisationen. Sparpläne oder Anlagen werden nach Provisionsmodellen verkauft. Wenn ihr da hingeht, kriegt ihr in 98% der Fälle, das ist meine persönliche Meinung, keine unabhängige, neutrale Beratung. Da kommen Leute und da, ich weiß es von Freunden, die in Banken arbeiten, die sagen, sie müssen bis Ende der Woche 200 Abschlüsse haben. Da wird der letzte Rentner noch angerufen. Auch wenn der kein Geld hat, spielt keine Rolle. Der muss den Abschluss noch machen, weil da hängen Jobs dran. Und mit die in so einem System zu glauben, man bekommt eine gute Beratung, wenn es darum geht, mal seine 10 Jahre angesparten Beträge irgendwo anzulegen. In dem Bereich müsst ihr euch klar sein, da seid ihr auf dem falschen Fuß. Unabhängige Berater in dem Bereich gibt es sehr schwierig welche. Honorarberatung nennt sich das Konzept. Beschäftigt euch einfach damit. Und wer sich damit nicht beschäftigt, der wird letztendlich immer verlieren, weil der wird diesen ganzen Problemen auflaufen, wie diesen Fear of Missing Out oder das Thema, dass man dann Angst bekommt, psychologische Engpässe, wenn es darum geht, zu verkaufen. Und das wollte ich euch jetzt nur mitgeben. Das waren die 10 häufigsten Fehler im Kryptomarkt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch auch was gebracht. Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Habe ich noch was vergessen? Und über eure Meinung. Und natürlich abonniert den Kanal. Ich würde mich sehr
sehr, sehr freuen, um noch mehr Leute zu erreichen in YouTube. Und damit bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und bis bald.